Zu Hause ist es doch immer noch am schönsten. Herrlich. Heute ist es soweit. Heute werde ich den Ostereiern durch meinen Zauberstab ihre Farbe und damit auch ihre Magie entziehen und dann wieder zaubern können. Ja, herrlich. Die drei mächtigsten Eier sind hier in diesem Käfig. Die anderen drüben im benachbarten Zimmer. Da werde ich erstmal nachgucken, ob die Eier den Transport durch die Magie gut überstanden haben. Man weiß ja nie, nicht wahr? Aber so wie mein Zauberstab kribbelt, die Ostereier scheinen gut hier in der Burg angekommen zu sein. Sehr gut. Na dann, ich kann es kaum erwarten, bald wieder zaubern zu können. Ja, das Zaubern, das ist schon eine Art Sucht. Irgendwann kann man kaum noch damit aufhören. Aber es entlastet einen ja auch, nicht wahr? Ich glaube, in diesem Zimmer haben wir Glück. Was, wirklich? Oh, da sind ja die Eier. Zumindest die drei wichtigsten. Ja. Das ist schön. Hoppel, wir haben die Eier wirklich gefunden. Ja, juhu. Doch, Moment, pst, nicht so laut. Wieso denn? Überleg mal, da wo die Eier sind, kann auch dieser Eierdieb nicht weit sein. Denk doch mal nach. Oh Gott, ja, ich vergaß. Entschuldigung, Hoppel. Kein Problem, dafür hast du ja mich. Ja, und wie soll's jetzt weitergehen? Hör zu. Ich schnapp mir diesen Eierdieb. Oh Gott, Hoppel, pass bloß auf dich auf. Hoppel, 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 du weißt doch noch gar nicht, wer die Eier gestohlen hat. Ja, ach, das schaffe ich schon. Und du? Du versteckst dich dort hinter der Tür? Und dann bin ich sicher, wird bestimmt alles gut. Meinst du wirklich? Ja klar, ich gehe hier gleich auf diesen Käfig drauf und dann warte ich erst mal ab. Und wenn dann dieser Dieb kommt, dann springe ich auf ihn und dann habe ich ihn. Dann überwältige ich ihn. Und wenn ich Hilfe brauche, dann habe ich ja dich und kann dich ja jederzeit rufen. Ja, natürlich, du kannst dich jederzeit auf mich verlassen. Hoppel, ich habe wirklich Angst um dich, aber viel Glück. So, na dann will ich mal hier hochspringen. Hoffentlich hält das Ding mein Gewicht aus. Alle. Ne, ich weiß nicht, aber woanders kann ich mich ja nicht verstecken. Los, Hoppel, so fett bist du auch wieder nicht. Alle, hopp! So, ja, hat ja alles prima geklappt, ja, bis jetzt jedenfalls. Also, dann will ich mal beginnen. Alle Eier haben den Transport gut überstanden und jetzt werden die Eier wieder weiß gemacht. Die Magie, die muss sein für eine Zauberer. Halt! Oh! Wer bist du denn? Erkennst du mich etwa nicht? Moment, du bist doch dieser Hase von den Osterinseln, ganz genau. Und du bist der gemeine Eierdieb, der die Eier gestohlen hat. Gib es zu und drück sie sofort wieder raus. Los, ich bestehe darauf. Sonst, keine Ahnung,
Seid ihr euch, Ottilie? Ja? Ja. Ja, du hast recht. Ich bin der Eierdieb. Du musst wissen... Was? Du musst wissen, es war keine böse Absicht, die Eier zu stehlen. Es geht mir auch gar nicht um die Eier an sich, sondern um ihre wunderschöne, bunte Bemalung. Denn je bunter sie bemalt sind, umso mehr Magie steckt in ihnen. Und diese Magie, die brauche ich für meinen Zauberstab, damit ich wieder zaubern kann. Denn ein Zauberer ohne Zauberei, das ist kein richtiger Zauberer. Du verstehst. Deshalb habe ich die ganzen Eier gestohlen. Nur deshalb. Aber es tut mir wirklich leid. Ja, jetzt wo ich so drüber nachdenke, die Kinder... Sie werden sehr traurig sein, wenn sie zu Ostern keine bunt bemalten Ostereier bekommen. Ja, das ist wohl wahr. Ach Mensch, du Zauberer. Aber hey, ich habe da eine geniale Idee, wie alle zu ihrem Recht kommen. Die Kinder zu ihren Ostereiern und du zu deiner Magie. Was wirklich? So erzähle. Schau doch mal. Die Kinder, die essen die Schale doch nicht mit, sondern nur das Ei. Aber die Schale bleibt dann doch trotzdem bunt. Wieso nimmst du dann nicht nach dem Osterfest einfach die Schalen der Ostereier? Stimmt, natürlich. Ja, siehst du, da ist doch bestimmt auch noch Magie dran. Oder etwa nicht? Doch, doch. Das ist wohl wahr. Hier, hättest du da mal früher nachgedacht. Ja. Hätte ich uns das alles erspart. Aber du hast recht. Ja, so werde ich es machen. Ich hätte die Eier gar nicht stehlen brauchen. Es tut mir alles so leid. Und ich möchte meinen Fehler wieder gut machen. Sag an, lieber Hase. Hoppel. Hoppel, wie darf ich den Fehler wieder gut machen? Also, vielleicht könntest du uns ja helfen. Bei dem Verteilen der Ostereier. Beim Verteilen der Ostereier? Ja, gerne. Liebend gerne. Ja, wenn ich euch dadurch Arbeit erspare. Ja, davon kannst du ausgehen. Denn so viele Eier für so viele Kinder? Ja, das ist garantiert ein echter Knochenjob, nicht wahr? Oh ja. Natürlich helfe ich euch gerne. Gut, dann... Hol schon mal die anderen Eier, die kleinen, oder noch besser, befördere sie alle wieder zurück zur Osterinsel. Ja, gerne, das werde ich gerne machen. Ich werde sofort losgehen, dann mal bis die Tage. Denn ums Ostergeschäft kümmern sich ja dieses Jahr dann nicht nur deine Freundin und du, lieber Hoppel, sondern auch ich. Ja. Also dann, gemeinsam findet man doch immer eine Lösung. Da hast du wohl recht. Juhu. Da ist ja nochmal alles gut gegangen. Ottilie, Ottilie. Komm mal her. Ja, Hoppel, was gibt's? Ottilie, wir haben's geschafft. Wir haben die Ostereier gerettet. Was? Und dieser Eierdieb? Was ist mit ihm? Ach, der stellt keine Gefahr mehr dar. Mit dem habe ich geredet und alles wird gut. Alles. Was? Wirklich? Ach, Hoppel, du bist genial. Aber sag an, wie hast du das geschafft? Ja, das ist eine lange Geschichte. Die erzähle ich dir lieber, wenn wir wieder zu Hause auf unserer Osterinsel sind. Da können wir jetzt nämlich auch ohne Sorgen wieder hin. Und wenn wir da sind, sind auch die Eier schon längst da. Was, wirklich? Ach, Hoppel. Was denn? Hoppel, du bist einfach
der beste Osterhase, weit und breit. Ja, auf jeden Fall der beste Osterhase auf den Osterinseln. Ja. Dann komm, lass uns nach Hause gehen. Ja, eine gute Idee. Na du? Wie habe ich lange geschlafen? Aber es hat mir gut getan. Und geträumt habe ich. Von Hoppel und Ottilie. Und als ob die Träume meine Gedanken hätten lesen können. Genau die Geschichte, die ich mir gewünscht habe. Hoppel und der Eierdieb. Diesen Traum träume ich nur zu gerne. Er ist so wunderschön. Naja. Dennoch darf man nicht vergessen, Träume sind Träume und die Realität ist die Realität. Na, dann will ich mich mal aufmachen. Tschüss dann. Also gut, Benedikt. Du kriegst deine Punkte. Du hast uns überzeugt. Ja, und wie? Aber wie sieht's eigentlich draußen aus? Oh, schaut mal. Es regnet gar nicht mehr. Wunderbar. Na dann können wir ja endlich rausgehen. Na dann, los, ihr Stubenhocker.